Hallo zu Get the Trophy vom Inka Channel. Diesmal geht's um This War of Mine, The Little Ones, um die Trophäe Wundersame Genesung. Entweder wirkt die moderne Medizin Wunder oder einige von uns haben ein gutes Immunsystem. Wir starten hier wieder eine eigene Geschichte mit einfacher Konfliktintensität und moderaten Wintereinstellungen. Nehmt auf jeden Fall drei Charaktere mit. Ich habe mich jetzt hier für Katja, Pavel und Marco entschieden. Marco und Pavel sind extrem gute Plünderer und das werden wir brauchen. Und Katja brauchen wir genauso sehr, weil sie kann recht gute Preise beim Händler erzielen. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir 5 bis 6 Mal Medizin horten, bevor wir mit der Behandlung unseres Kranken beginnen können. Zu Beginn startet alles wie gehabt, baut euch ein bisschen den Alltag auf, kümmert euch, wer plündert, wer daheim bleibt und da einer der Wache steht. Baut euch was auf. Ihr müsst gucken, dass ihr alle genug zu essen habt, dass keiner vorher stirbt und dass wir auf jeden Fall 5 bis 6 Medikamente gesammelt bekommen. Das ist die Voraussetzung, bevor wir anfangen können. Am Anfang müsst ihr jetzt erstmal das Haus erkunden und wieder alles freiräumen und dann fangt ihr an mit den Beutezügen und dem Sammeln. Ihr werdet nicht immer Erfolg haben, auf den Beutezügen Medikamente zu finden oder eintauschen zu können, auch beim Händler gegebenenfalls. Deswegen ganz normal, dass es ein paar Tage dauern wird, bis ihr 5 bis 6 Medikamente beieinander habt. Nur geduldig bleiben.
wie ihr seht, ist jetzt am Tag 3 der Händler zum ersten Mal aufgetaucht. Ihr solltet die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um Medikamente zu kaufen. Und gegebenenfalls noch was zu essen oder was ihr gerade sonst noch Wichtiges benötigt. Ich habe ein bisschen vorgespult, es ist Tag 9 und jetzt ist es soweit, dass wir 5 Medikamente haben. Das sollte eigentlich ausreichend sein. So, der Marco, der kränkelt ja jetzt schon länger, den haben wir ja nie richtig auskuriert mit Absicht und haben darum uns gekümmert, dass die anderen beiden relativ fit sind. Der Marco hat jetzt den Status schwer krank und wir müssen ihn auf den Status todeskrank oder tödlich krank bringen. Deswegen darf der sich jetzt mit schwer krank nicht ausruhen, den beschäftigen wir jetzt irgendwie zumindest, bis er am nächsten Tag dann wirklich übelst tödlich kränklich ist. Marco darf sich jetzt immer noch nicht erholen. Der sollte auf jeden Fall die Nacht über Wache stehen, damit er morgen auch richtig schön tödlich krank ist. Während wir die anderen beiden nach wie vor gucken, dass die einigermaßen in einem stabilen Zustand bleiben. Wir konzentrieren uns zwar auf Marco, aber es sollte trotzdem von den anderen beiden keiner sterben zumindest. So, Marco ist jetzt endlich todkrank. Das bedeutet, ab jetzt sofort dürfen wir ihn wieder voll verpflegen. Das heißt, er bekommt ausreichend zu essen und er bekommt ab jetzt auch jeden Tag einmal Medizin. Deswegen haben wir ja extra so viel Medizin auf Vorrat gesammelt, damit auch ja nichts schief geht. Der bekommt jetzt jeden Tag einmal Medizin, solange bis er wieder auf den Status kommt, leicht kränklich. Und natürlich zu essen. Und er darf sich auch wieder hinlegen den ganzen Tag. Sollte natürlich auch nicht Wache stehen oder irgendwie auf Tour gehen, sondern die meiste Zeit dann im Bett verbringen. Ihr müsst ihn nicht zwingend füttern. Er darf sich auch selber schon was zu essen machen oder die Medizin nehmen. Aber
Er sollte halt keine Wache stehen oder irgendwelche Tätigkeiten verrichten. Lasst den zu Kurierenden unbedingt nachts im Bett schlafen, damit er sich ausreichend erholt, und sorgt natürlich auch dafür, dass von den anderen beiden nach Möglichkeit keiner drauf geht. Der Zustand der anderen wird auch schon etwas anspruchsvoller, aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Kranke ausreichend gepflegt ist und was zu essen bekommt, damit wir von unserem Plan nicht abweichen müssen, den so weit zu kurieren, dass er nur noch leicht kränklich ist für die Trophäe. Mein kranker Marco ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Das bestätigt uns nur darin, weiter Kurs zu halten, wie gehabt.